Hübschen, schön, dass ihr wieder da seid zum neuen Video von mir. Heute geht's mal wieder ins Nagelstudio und dort zeige ich euch, worauf ihr so alles achten solltet im Nagelstudio oder worauf ich ganz besonders Wert lege. Und wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem. Und los geht's mit der Kundenkartei. Ja, bei mir hat jede Kundin und jeder Kunde seine extra Kundenkartei. Dort steht dann der Name oben und weiter geht's dann, was ich alles verwendet habe, damit ich das einfach fürs nächste Mal weiß. Und weiter geht's mit den Pfeilen. Ja, also bei mir bekommt wirklich jeder ein extra Pfeilenset. Meine Kunden finden das gut und ich lege da einfach ganz großen Wert drauf. Weiter geht's mit der Desinfektion. Ja, da gibt's wirklich sehr viele verschiedene. Wichtig ist einfach, dass es einmal eine Desinfektion gibt, um die Hände zu desinfizieren und dann noch um die Flächen zu desinfizieren. Ja, die Desinfektion ist einfach ganz wichtig für die Nageldesignerin, aber auch vor allem um die Kunden gut zu schützen. Ja, meine Hände werden dann nicht nur desinfiziert, sondern ich trage dann auch noch solche Einweghandschuhe. Somit schütze ich beim Feilen meine Hände und vor allem meine Fingernägel. Eine gute Absaugung darf natürlich in jedem Nagelstudio nicht fehlen. Die Absaugung sorgt einfach dafür, dass der Feilstaub nicht herumfliegt, sondern gut aufgesaugt wird. Trotz einer Absaugung trage ich zusätzlich noch einen Mundschutz. In meinem Nagelstudio arbeite ich mit einer Elektrofräse. Wichtig hierbei sind die verschiedenen Aufsätze für die Fräse. Und ganz wichtig für die Kunden, dass ich diese Bits nach jeder Kundin reinige, bevor ich sie wieder benutze. Wichtig sind auch die verschiedenen Pinsel. Auch sollten die Pinsel gut gereinigt sein. Für ein ordentliches Arbeiten an Kunden. Bevor es richtig losgeht, gibt es natürlich noch eine Beratung. Auch wichtige Infomaterialien liegen in meinem Nagelstudio aus. Wie zum Beispiel Hefte über Nagelbeißerinformationen oder Hinweise zu Gelnägeln und ihrer Pflege. Aber auch wichtige Informationen zum Nagelstudio im Allgemeinen. Schön für Kunden ist natürlich auch Anschauungsmaterial, was es alles so gibt und welche Muster ich ihnen auf die Nägel zaubern kann. Dazu habe ich ein kleines Buch, wo ich einige Fotos aus meinem Nagelstudio gesammelt habe. Aber auch Tipps habe ich zum Anschauen da. Auch finden meine Kunden eine große Farbauswahl an Gelen, Glitzer, Pailletten und vieles mehr. Ja, ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Und ganz wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch, dass das so, das sind so meine Erfahrungen und die möchte ich gerne euch mitteilen. Und so ist es halt oder so läuft es in meinem Nagelstudio ab. Jeder muss natürlich für sich entscheiden, worauf er ganz doll achtet und worauf er Wert legt. Und das sind so meine Sachen. Also lasst euch da nicht irritieren und ja, schreibt mir einfach mal eure Erfahrungen und worauf ihr so achtet in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!